Yes? Love be our safety. Der macht gerade eine Pause, okay. Yes. Oh, Dietrich. Certainly. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Okay, in den Raum einzudringen wird schwieriger werden. Meine Mechanik ist nur 7. Also ohne Schlüssel geht gar nichts hier. Ready, Watcher. I'm here. Ready, Watcher. After an Itamok. Okay, der Fanatiker, der leidet an Raserei. I'm here. Hey, on the hunt. Au. Hey. They shall see nothing while I see much. Yes? Your thoughts must flow deeply indeed. Ihr könnt da einfach... Wobei, kann Itomak die überhaupt auslösen? Nein. Das wäre zu schön gewesen. Hey. Following your lead. Hey. I'm here. Your thoughts must flow deeply. Hey. Following your lead. Following your lead. So, alle erstmal hier vorbeischaffen. Ready, Watcher. Need something? Ivarios hätte auch keinen Buff, oder? Madenbefall. Sie verbreitende Seuche, Hirschhorn. Das ist alles so Offensivzeug. Kochender Sprühnebel, nö. On it. I'm here. Yeah? I'm here. Wie lange eigentlich bis zu meinem nächsten Level ab noch? Ja, sehr lange. Also 5500 ungefähr. Quietly now. So, wir sind aber wenigstens an den Fallen vorbeigeschlichen, weil wir sie entdecken konnten. Oh, Rastvorräte, wie praktisch. Ray. Dead on.
Following your lead. Yes. So. Noch eine Scanrobe. Tempelwache. Unsere Staatsbrecherin. Und Kultisten. There are mines and at once. So, und das wäre noch ein Eingang. Oh, den könnten wir knacken. Slow and silent. Ich weiß nicht, hat es damit auf sich, dass wir dann darüber kommen können? Die Tür können wir leicht knacken. Versuch's mal. Was ist mit dem Balken? Zwei Pfosten von denen gerissene Seile in den finsteren Abgrund einer großen Höhle Baum stehen im Mauerwerk. Auf der anderen Seite gibt es eine leichte Öffnung, wo früher vielleicht eine Brücke gewesen ist. Die Gegend untersuchen. Die Finsternis unter dir erstreckt sich so weit, das Auge reicht. Im Abgrund liegen zerbrochene Steinsäulen, Überreste der fehlenden Brücke. Auf der anderen Seite der Kluft siehst du eine Tunnelöffnung. Fortfahren. Aus den Steinen auf beiden Seiten der Schlucht ragen Holzbalken heraus, die trotz ihres Alters robust genug für den Einsatz von Endhaken und Seil aussehen. Zwei Pfosten von denen gerissene Seile. Zwei Pfosten von denen gerissene Seile in dem finsteren Abgrund einer großen Hütte Baumen stehen im Mauerwerk. Auf der anderen Seite gibt es eine leichte Öffnung, wo früher vielleicht eine Brücke gewesen ist. Dein Seil mit Endhaken über die Schlucht werfen. Du ziehst auf den Balken auf der gegenüberliegenden Seite der Schlucht und wirfst deinen Endhaken dann über die Kluft. Er verhakt sich in einem der Balken und als du anziehst, gräbt er sich in das Holz hinein. Du prüfst, ob er sicher sitzt, indem du das Seil mehrmals fest anziehst. Das lose Seilende bist du an einem der Balken neben dir. Der Weg endet an einem Abgrund. Auf der anderen Seite der Schlucht liegen die Überreste einer Brücke. Dein Seil erstreckt sich über die Kluft. Mit dem Seil über die Schlucht gehen. Als du auf die andere Seite gehst, bleibt das Seil unter deinem Gewicht straffer, aber jede deiner Bewegungen lässt es vibrieren. Das Echo des Stöhnens und des Knarzens der Holzbalken hallt im Abgrund wieder. Du gehst langsam und gleichmäßig voran. Du erreichst die andere Seite ohne Zwischenfälle. Das Seil fühlt sich gespannt und sicher an. My thoughts will be as silent as my feet. Ja, wir sollten eigentlich demnächst rasten. Ready, Watcher. Oder Hivarias. Need something? Zurückhalten. Yes. Prediger. Wie leichtgläubig bist du? Okay, wir haben ihn lang genug beschäftigen können. Können wir das ganz einfach nicht nochmal machen? Your thoughts, ja. Ach, Itomag ist festgehalten. Okay. Mal Hand auf mich. Ich sehe nicht gesund aus. Blood makes the grass grow. Ugh.
So, die nette Tempelwache, also der Prediger, war dann nicht mehr so freundlich. Mit etwas, das wie Blut aussieht, wurde ein primitives Symbol auf diese Leinwand gemalt. It's no trouble. Ein Dietrich, wir haben genug. Oh, ein Enterhaken. Und große Ausdauerwiederherstellung. Let's see what lies this way. So. Ein hölzernes Bildnis wurden in dieses hölzerne Bildnis wurden Schädel an diesem hölzernen Bildnis wurden Schädel befestigt jetzt. Alle Feinde direkt Schaden. So. Wieder jede Menge Scan-Zeug. I'd be glad to. Hoste out of sight. Na, die Jungs hier sehen aber nicht mehr sonderlich gesund aus. In den Prangern. Noch ein Enterhaken. Ja gut, ich werde jetzt hier an der Stelle mal rasten. Rassengenauigkeitsbonus gegen Bestien, Primitiv, Geist, Gefäß. Mach mal Schaden gegen flankiert, Schadensreduktion, dann rasten wir hier mal. Oh, Türme sind abgeschlossen. Ein Butter aus Trutzbuchte sind Ket Nua eingetroffen. Angesehener Besucher, Palastbote. Ah, da gucken wir dann demnächst mal danach. Jetzt, wo die Türme fertig sind. Ja, die Ringmauern als letztes. Händlerstände und die ganzen Dinger brauchen wir erstmal nicht. Nehmen wir wirklich den Burghof als nächstes, der ist am billigsten. Da sind wir hier oben nämlich fertig und können dann erstmal unsere Burg selber, also den Bergfried fertig ausbauen mit Bibliothek und Händlerständen. Dann werden Irrgarten nicht schlecht. Wobei Waldlandpfade werden dann als nächstes dran. So. Wir sind jetzt wieder fit. Mit etwas, das wie Blut aussieht, wurde ein primitives Symbol. Ja. Falle entschärft. Oh, ein Gürtel.
Verfassung plus 3. Mhm. Jede Menge Enterhaken. Was für einen Gürtel trage ich? Regeneration. Hm. Verfassung plus 3. Wie viel macht denn das bei dir, Idea? Das macht schon was.